Mir ist eine Sache eingefallen. Eine kleine Sache ist mir eingefallen. Und ich weiß nicht, ob mir das was bringt, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Was ich mir gedacht habe, war, wir schwimmen. Ich sehe jetzt gerade gar keine andere Wahl, als einfach auf das zu vertrauen, was ich nicht kann. Soll ja bedeuten, dass ich keine Ahnung habe, wie die Wasserwege hier alle miteinander verbunden sind, weil ich es nie benutze. Und da wir Shigi haben, ist es auch so, dass man das eigentlich mal machen sollte. Ist schon vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass das Spiel will, dass wir schwimmen. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Eigentlich hat das nichts miteinander zu tun, aber naja. Man weiß ja auch nicht. Die Menschheit sieht ja auch, versucht ja auch immer in allem ein gewisses Schema zu erkennen. Ist so. Ist dann einfacher. Ist eine Lebensbewältigungsstrategie. Und das machen wir jetzt auch. Ich gehe jetzt unten rechts zum verdunkelten See der Hylianer und versuche daraus irgendwie nach oben zu gelangen. Dann machen wir diese Weltsgeschichte und danach versuchen wir mal in Dark Palace reinzukommen. Weil ich weiß nicht, ich habe diese Seen nie benutzt und weiß daher auch nicht, wie die miteinander verbunden sind. Und vielleicht kommen wir dann ja dahin, ohne einen Hammer zu benutzen. Tja, und wenn das geht, dann habe ich mich natürlich mal wieder zum Zonk gemacht und das natürlich mal wieder so auf YouTube. Das ist immer gut, weil eigentlich immer so 3 Minuten, beziehungsweise so, weiß ich, eine halbe Stunde irgendwie so vergangen ist, in Echtzeit, aber ihr seht das erst dann einen Tag später und denkt euch wahrscheinlich, warum ist der so blöd und macht das nicht? Ich habe ihm doch schon 3-mal geschrieben, dass er ein Idiot ist. Ja. So, genau das wollte ich. Hierhin. Ja, siehst du doch. Jetzt haben wir wieder Chancen. So, jetzt ist wieder alles offen, Leute. Alles ist wieder offen. Huch, komm. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Dann wiederum habe ich ja vorher schon gesagt, dass wenn ich das hochlade, ich es geschafft habe. Das heißt, es wird irgendwo Möglichkeiten geben für mich, dass ich das hier hinkriege. Oho, man glaubt es nicht. Aber es hat irgendwie hingehauen. Ach Mann. Ich glaube, jetzt erübrigt sich der Rest hier auch. Das ist schon, Key Sanity ist schon eine Herausforderung. An jeglichem Verstand. So, jetzt haben wir hier eine Hummelflasche. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Oh Mann, ich hoffe einfach nur, dass wir in absehbarer Zeit den Hammer kriegen werden. Ist aber schon frech, dass wir hier nicht einfach in die andere Richtung kommen. Hätte man hier einfach auch durchs Wasser gehen können? Wahrscheinlich. Ich hätte einfach hier runterspringen können und das damit machen können. Hier wäre ich rausgekommen, vermutlich. Ja, hätte ich machen können. Habe ich nicht. Ist okay. Maddie wird aggressiv. Maddie wird aggressiv. Wenn ihr sagt, Maddie ist ein Idiot, dann wird er aggressiv. Das ist einfach auch nicht drin. Das darf man auch nicht machen. So ist es. Das darf man nicht machen. Komm hier. Oh, das war cool. Einfach so drüber gejumpt. Ich wette mit euch, dass dieser dreckige Fisch einfach nichts haben wird. Aber ist egal. Wir haben es zumindest mal versucht. Ah, okay. Bitteschön. Na? Es geht. Ach, ein Kompass. Dankeschön. Kompass of Thieves Town. Yeah. Ich danke diesem Spiel, meiner Mutter und wem auch immer. Ah. Okay. Wir dürfen ja jetzt noch nicht mal zurück. Wir müssen jetzt diesen Weg wieder nehmen. Och, was wettet ihr, dass diese blöde Flöte irgendwo in so einer Kiste bei Ganon drin ist? Irgendwie so vorletzte Kiste. Da machen wir dann schön die Flöte rein. Ja, das ist fein. Wir müssen bei Ganon übrigens gucken, ob wir da auch wirklich alle Sachen vorher schon abgegrast haben. Das wird nämlich sonst richtig anstrengend. Weil es nämlich, ich glaube, das ist der vorletzte Raum. Da gibt es noch ein Schlüsselloch. Und wenn wir da den Schlüssel nicht haben und ich die ganzen Dennis-Räume wieder machen muss, dann fange ich an zu dampfen. Da wäre ich sauer. Das ist nicht so mein Ding. Dennis! Dennis the Menace. Oh ja. Jetzt, hier, das kriegen wir doch hin. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das Ende dieses Dungeons sehen werden. Also zumindest heute nicht, weil uns dafür der Bogen fehlt. Aber wir können schon mal zumindest ein bisschen versuchen hier.
Es sind ja sehr viele Kisten, die wir einfach so frei mitnehmen können. Machen wir das doch mal. Und jetzt nehmen wir den Affen mit. Na, Elfchen, alles fit. Nehmen wir mal den Hookshot. Weil wir nicht getroffen werden dürfen, wenn der Affe dabei ist. Ist mir neulich passiert. Und dann sagt der Affe, nein! Ich geh weg, du bist ein Doofi. Dreht er eigentlich so diese Treppe einfach um? Ich glaube, diese Tür, da ist einfach auf der anderen Seite die Treppe. Kann das sein? Okay, wir haben 3 Schlüssel, Leute. Das ist eine Menge. Kein Bogen, aber 3 Schlüssel. Leute, damit machen wir es. Pass auf. Aber trotzdem möchte ich erstmal das mitnehmen, wo ich weiß, dass ich da was kriege. Das machen wir als erstes. Bevor ich hier anfange, irgendwelche Schlüssel zu verbraten, mache ich das lieber intelligent. So, jetzt haben wir ja erstmal Map of Dark Palace. Das ist schon mal nicht schlecht. Guck mal, das ist doch hier alles sehr convenient. Dann gehen wir hier so hoch. Das rennen wir einfach um. Haben wir hierfür eigentlich den großen Schlüssel? Das wäre natürlich auch nice, ne? Okay. Ne, haben wir nicht. Ah, jetzt. Okay. Das ist so das Glücksspiel, ja? 300 Rubine. Nee. Interessiert eigentlich eher nicht so. Danke. Und was haben wir hier? Einen kleinen Schlüssel für Castle Tower. Und ja! Ja! Plus! Ein Bogen für den Medi. Okay. Den werde ich sofort nutzen. Den werde ich direkt nutzen. Nochmal, falls ihr euch wundert, warum ich hier so eine komische Route mache. Ich nehme erstmal alles, wo ich keinen Schlüssel für brauche. Das mache ich nicht mit. Wenn ich jetzt hier irgendwo hinkommen sollte und dann sagen die, ja, Medi, jetzt meine Schlüssel hier benutzt. Jetzt muss der Misery Meyer machen. Dann denke ich mir auch, oh Mann. Er hat sich bestimmt was getan, als er da auf diese Kiste draufgefallen ist. Ein großer Schlüssel für Ganon's Tower. Cool. Dann haben wir zumindest das schon mal. Das freut mich. Okay. Spielen wir das Spiel mal weiter hier. Ist das eigentlich... Ist das... ist die echte Form eigentlich die Fee oder dieses rote Drehding? Dieser Totenkopf mit Trabanten. Weiß man das? Sonst ist das entweder so ein... Ja, so ein Drogending, was wir da drauf streuen, oder ist es wirklich was zu essen? Dass sie einfach nur so ein bisschen stinkig sind, wie in dieser Snickers-Werbung eben. Und das ist so schön, mal wieder Pfeile zu benutzen, ohne dass einem dafür Geld abgezogen wird. Ach ja. Sellout Gott. Sellout. Na? Ein großer Schlüssel für Thief's Town! Ja! Hui! Thief's Town! Wuhuhu! Cool. Okay, dann wissen wir zumindest, wo es gleich hingeht. Gib mir einen Hammer, ey, Jungs. Ich werde gleich fischig. Ich brauche einen Hammer. Ich werde gleich richtig fischig hier. Ach, guck mal, ich kann ja... Ich habe gerade wirklich versucht, einen Hammer auszurüsten, aber habe ich ja nicht mit. Ich habe ja keinen Hammer. Okay. Ich habe nicht den großen Schlüssel hierfür, aber ich könnte theoretisch Thief Town machen. Könnte ich machen. Ich könnte... Jetzt habe ich die Wahl. Mache ich eben das oder... Da oben ist eine Kiste, im anderen Raum sind 2. Dann machen wir erstmal die 2 Kisten. Wir haben ja noch nicht den großen Schlüssel für diesen Dungeon. Das fehlt. Aber naja, ja. Es ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ich bin zumindest froh, dass wir ein ordentliches Schwert haben hier an dieser Stelle. Och Mann, der zweite ist immer eine Wurst. Der zweite ist immer die große Wurst. Dann wird man nervös und weiß nicht, was man tun soll und kriegt gleich direkt von ihm auf die Fresse. Der schmeckt meine Angst. Okay, Leute, jetzt Daumen drücken, dass hier was drin ist. Fingers crossed, Leute. An Magepa Viewkaka. Wir haben hier 2 Kisten in diesem Raum. Schauen wir mal, was wir haben. Einmal einen roten Rubin. Das ist cool. Nee, also das ist eher semi.
finde den großen Schlüssel hier nicht. Das heißt, wir müssen noch eine Kiste hier abgreifen. Und wenn die nichts ist, dann fahre ich nach Hause. Da unten ist sie, ne? Ja. Na? Ein kleiner Schlüssel für Castle Tower. Ist okay. Ja. Ist okay. Ich deuch, dass ich jetzt gerade einen Umweg für mich selber rausgebaldowert habe hier. Och, komm. Also, 9 von 14. Kann man sich das irgendwie auch anzeigen lassen? Kriegt man einen Haken dafür, wenn man alles gemacht hat? Das wäre cool. Nee, ne? Irgendwie so auf der Karte, das wäre klasse. Dann wüsste ich, hier wäre noch was. Nein, das ist etwas, das muss ich... Darum muss man sich so als Medi selber kümmern. Zwei Optionen. Erstens, wir gehen oben hin. Was uns nichts bringen wird. Zweitens. Ja, zweitens. Zweitens klingt doch gut, ne? Zweitens. Ich würde sagen, wir machen zweitens. Mulme! Key Sanity ist schon eine Herausforderung. Ich find's gut, es macht Spaß. Dafür muss man das Spiel aber wirklich in- und auswendig können. Und kann ich nicht. Habe ich ja offensichtlich bewiesen. Bam! Somebody, somebody, somebody. Somebody. Oh, yes. Oh, yes. Warum trennen die eigentlich die Schlüssel? Ist das im Originalspiel auch so, dass die Schlüssel dafür getrennt werden? Weiß ich gerade nicht. Okay, Leute, jetzt Attacke hier. Na, hi. Das war gut. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier gute Sachen kriegen. Es sind ja ein paar Kisten, die uns noch offen bleiben. Auch hier ist es so, dass viele der Schlüssel von Gegnern fallen gelassen werden. Aber definitiv nicht alle. Und was mich total verwirrt an diesem Dungeon, das zeige ich euch gleich mal. Hatte ich, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ist folgendes... Erstmal dieses Labyrinth, was ja auch irgendwie so ein bisschen dreckig ist. Dann... Oh! So, ein Herzteil. Apropos Herzteil, ich muss der Katzen erstmal zurückschreiben. Die ist gerade auf Arbeit. Guck mal, selbst mit Licht schaffe ich das hier nicht. Selbst so. Das ist echt verschärftes Monopoly. So, das meine ich hier. Achtung! Da ist irgendwas, was da passiert und kein Mensch weiß, was da passiert. Wenn ihr wisst, was da passiert, dann schreibt mir bitte. Erzählt es mir bitte. Das würde ich gerne wissen. Okay, wenn ich hier nicht weiterkomme gleich... Haben wir ja noch eine Option offen, die so richtig toll ist. Hey! Aber selbst die ist ohne Hammer ja schon eine Knechtung. Schafft man Thief's Town ohne Hammer? Bestimmt. Sicherlich. Ich habe jetzt zwar einen Raum vergessen, der mich einfach wieder meine Bestzeit kosten wird. Aber naja. Was tut man nicht alles? Achtung, hier schon wieder. Da passiert irgendwas. Theoretisch sollte da bestimmt eine Tür aufgehen. Tut sie aber nicht, weil sie schon offen ist. Okay, hier einer von den Jungs hat einen Schlüssel. Na toll. Ich gehe mal davon aus, dass das hier jetzt so eine Nullsummenrunde wird. Aber selbst wenn. Jetzt sind wir nämlich schon fast fertig hier. Er wirft erstmal gegen die Wand. Aus Frust. Aus Frust. Was ist mit ihm? You can reflect Arcanine's energy with Sword, Bucknet or Hammer. Mit dem Hammer geht das auch? Ich habe noch nie versucht. Ich habe noch nie versucht, das mit dem Hammer zu machen. Okay. Money, money, money.
Oh, oh. Die Roten sind ganz bissig. Oh, ja. Dann nehmen wir uns jetzt mal erstmal ein paar Sachen raus hier. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Herzen wären gut. Dann lass sie doch einfach nicht treffen. Ja, das ging auch theoretisch, aber... Aber... Ist eher nicht so drin. Warum haben die überhaupt solche Morgensternkämpfer da bei ihrer königlichen Garde? Ist das nicht ein bisschen makaber? Und so eine Frage, ist doch nicht so eher so ein Gladiatoren-Ding da, wo sie sich gegenseitig auf der Fresse hauen? Nö. Hier ist unser Morgensternmeister. Obwohl, war auch eine Waffe für Ritter, ne? Ganz gruseliges Teil. Kann man sich im Museum in Emden angucken. Das heißt, wenn ihr jemals nach Emden kommen solltet, guckt's euch an. Auch das Otto-Haus, bitte. Das ist wichtig. Oh, ja. Didi. Was nehme ich eigentlich mit? Ich weiß nicht. Das da? Nee, nehmen wir mal einen Enterhaken. Moin! Ich bin fertig mit der Welt. Mhm. Ist gut. Dann mal durch hier. Hallo. Na, Runde 2. Okay, einmal Aghanim müsste eigentlich nicht so schwierig sein. Aber es gibt Leute, die sind gegen ihn schon mal gestorben. Und theoretisch auch im Livestream. Man weiß nicht, was heute passiert hier. Und mal wieder ein Beweis dafür. Aghanim machen ist eigentlich totaler Unsinn. So, aber wir können uns das Bugnet dafür holen. Ah! Das ist zumindest etwas. Und jedes Mal hoffst du, dass er dir so eine doofe Kugel gibt. Macht er aber meistens nicht. Meistens lässt er sich nicht drauf ein. Okay, einmal muss er noch. Jetzt macht er nämlich das nicht, wie er soll. Wetten macht er nie. Jetzt aber, komm. Gib mal was Gutes jetzt hier. Ach, ich noch einmal? Hätte ich nicht gedacht. Ja. Warum kann man ihn eigentlich nicht mit dem Super Master Schwert flanken? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Gehst einfach hin und haust ihm damit ein richtig schönes Gesicht. Flock. Yes.